Aua, wer greift mich da von hinten an? Von hinten ist unfair. Das macht man nicht. Au, schon wieder. Wie du? Und den guckt er auf einmal weg. Als wenn keiner da wäre. Ja, ja. Aha, der fliegende Knochen spielt mit. So, ich habe jetzt wieder ein paar Knochen. Lupe. Ja, yeah, wieder ein guter. Wieder ein guter. Ah, ein schlechter. Und ein schlechter. Also noch 4 gute Knochen brauche ich. Ich höre deine Schritte laufen, Herr Knochen. Kommt man hier in das Gehege überhaupt rein? Oder wieder raus, wer da gerade reinkommt? Ist gar nicht so schwer. Ja, der schwebende Knochen greift auch an. Und habt ihr schon geschafft? Nein. Waffen holen. Ich muss bald Nahrung holen. Was? Sie liegen hier Knochen rum. Der schwebende Knochen droppt Knochen. So, gucken wir mal. Schlechte Qualität. Gute Qualität. Schlechte. Und gute, noch 2 gute. Ich kann mit dem Knochen kein PvP machen. Nee, das... Das könnte Creeper Energy oder Archery sein. Hm, schätze ich mal. Oder jemand, der sogar ganz unsichtbar ist. Nein, da haut mich wieder einer. Aua, au, 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 ah, Lava, aua, Feuer, blödes Menschivieh. Aua, Hilfe. Okay, ich muss jetzt ganz dringend was essen, ich bin gleich tot. Das geht doch gar nicht. Boah, ich habe schon ein halbes Stück Brot verbraucht. Im Wasser bist du relativ sicher vor denen. Ja gut, weil die nicht so gut schwimmen können. Ja. Die sind nicht so schnell. Vorteil für den Spieler. Kommt hierher, ich will euch nicht in der Lava töten. Denn dann kriege ich euren Knochen nicht. Ich habe keine Waffen mehr, ich hab die jetzt tot. Faust. Faust? Das klingt komisch. So, Boxen. Ring frei für Runde 3. Kling, kling, kling. So, Lupe. Ring. Schlechte Qualität. Da müssten wir eigentlich alles machen. Ah, nur schlecht aus. Aua. Ich habe zwar ein bisschen Übung, aber ich bin trotzdem nicht gut im PvP. Nur um das für alle mal festzuhalten. Box die alle tot. Ich schneide sie alle durch. Ja. Und schnipp. Und schnapp. Und schnupp. Und schnupp. Und schnupp. Ah ja, schnipp. Schnapp. Durch. 2 Brot helfen. Gute Nacht. Ja, wenn ich mal dachte, du mich schreibst, dann wahrscheinlich schon auf sein. Wer geht gute Nacht? Archery? Echt? Ah.
Gute Nacht, Osterhase. Bleib bei mir, Osterhase. Guck mal. Ich mach gleich Rocky Musik an. Dann aber bitte nur für dich hörbar, weil sonst krieg ich vielleicht einen Strike oder so. Oh, cool, danke. Das reicht schon. Ich hab mich wert. So, ich habe 16 gute Qualitäten. Krieg ich noch einen guten, den ich ins Lager legen kann bei mir? Oh. Ich farm jetzt noch so lange, bis ich einen guten habe für mein Lager. Dann danke ich zu Gunter Gabriel Eckwert. Du hast da welche hinter dir. Oh, ein. Hat genau gepasst. Noch ein bisschen. Ja, in gute Qualität Knochen, den ich weglegen kann in mein Lager. Hurra! Das heißt, ich brauche noch einen nicht identifizierten Knochen. Und eine Müllablage. Da ist ein Knochen. Danke. Ja. Ein Knochen noch bitte, danke. Einen nicht identifizierten Knochen, danke. Du, gibst du mir einen Knochen von dir? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Das sind alle Knochen los heute. Da, ein Knochen. Danke. Ich hab noch nicht Knochen. Ich auch. Was wie du? Wie viel fehlen dir noch? Verrottete Fleisch kann hier bleiben. Was? Vorsicht, nein. Da läuft wieder eine. Zwei hinter dir. Ach doch, was? Bitte gerade. Oh. Der Atomfrosch ist gerade gestorben. Da waren fünf Blüte, Mann. Ich helfe dir. Ich muss irgendwo mal laufen. Da, beide weg. Wollen noch helfen, aber ich darf nicht. Fehlen ihm jetzt noch welche? Ah, bestimmt. Ich hab schon mal wieder einen Knochen, den kannst du haben, oder? Ich hab auch noch einen nicht identifizierten Knochen. Das mal macht die gleich hier Knochen. Wie viele brauchen wir denn? Er hat keine Knochen. Wie keine? Wie er hat keine Knochen. Machst du doch nicht laden. Jetzt existieren hier zwei Atomfrösche. Eine hat immer noch mein Skin und der andere wenn das nicht. So viele sind, hast du, nutzt ihn doch einfach alle zusammen, spring in Wasser rein und dann macht du einen gemütlichen. Was wir hier? Achtung, Achtung und. Wer ist der richtige Atomfrosch? Der im Wasser ist, ist der falsche. Der im Wasser ist der falsche. Das heißt, der hier ist der richtige, der vor mir rumpft. Ja. Ich habe schon mal einen Knochen, bin ich. Da auch schon identifiziert. Und kriegst noch einen. Bitte schön. Das schwebende Knochen wirft einen Stock. Geh doch so. Er hat einen Stock geworfen. Du kannst es quasi direkt vor Ort machen. So. Was machen wir nun? Nein, gute, ey, sag mal. Ui. Er hat 14 schlechte. Boah, ich hab 21 schlechte. Ein Archery-Pferdchen. Ich
hab noch einen Knochen für dich. Wo auch immer du bist. Hast du doch gedacht? Also dann Level an. Ja. Oh, oh, ja, komm. Ja. Ich denke mal, Atomfrosch ist der mit dem Bogen. Warte, ich habe hier noch einen Knochen. Ich werfe dir den Knochen zu. Ja, so. Hier liegt noch ein Knochen. Er wollte nicht, er ist einfach weggerannt. Ja, cool. Ein Wasser. Einfach ein Wasser. Er mag nicht ins Wasser. Er hat Angst vor dem Wasser, obwohl er ein Frosch ist. Der Angst vor dem Wasser hat, ja. Ja, ich hab den Knochen auch zusammen. Ich hab auch einen Knochen. Ja. Doch, ja. So, weg mit dem verrotteten Fleisch. Vielleicht wächst ein Zombiebaum im Wasser. Jo. Wasser geht gleich grün. Yay. F-Gute. Oh, Beinchen, ja. Pickel die. Wo sind die Fetterich? Also deine Mikrofonqualität, Cobra, ist wieder etwas zurückgegangen. Ich verstehe dich manchmal. Weiter weg bin. So. Jetzt habe ich 22 schlechte Knochen. Yay, ich habe wieder einen Knochen. Yay, ich auch. 3 Stück. Aber ich muss die erst identifizieren. Ich habe das ganze Gammelfleisch schon wieder aufgesammelt. Oh. Renne mal. Kann eben nicht. Ja, ich habe wieder einen zum Abgeben. Ich meinte, ich habe 2 zum Abgeben für denjenigen, der sie will. Wo ist Atomfrosch? Das ist echt verwirrend, wenn hier einer rumläuft, der Atomfrosch heißt und gar nicht Atomfrosch ist. Ich helfe dir. Ich versuch's. Wenn ich sie treffen würde. Ein Knochen für dich. Noch was. Jetzt kannst du gemütlich. Oh, ey. In den Becken, das geht top. Ach, der schwimmende Knochen hat sich reingeschmissen. Ich füge auf einmal da in das Becken rein und dann. Gut, jetzt habe ich deinen Knochen eingesammelt. Ah, oh, mach weg. Ja. Wie viele Knochen fehlen ihm noch? Ich habe 4 Stück, die ich ihm geben kann. Da hinten ist er. Hier. Wo bist du, Robby? 4 Stück. Ich habe auch noch ein paar für dich. Bist du doch bald reich? Fügt der langsam mal. Das macht nicht. Ich werde die T-Shirt dann nicht mehr los. So. Guck, man muss mir übersetzen, was Atomfrosch sagt. Ich verstehe nämlich nichts, wenn er redet. Der so, Bauer ist irgendwo drüben. Da kommt Bauer gerade. Ja, hier hast du sie. Ha, gut. Hab ich nicht gedacht, dass du es schaffst. Siehst nicht nach einem Kämpfer aus, aber wenn du mir jetzt noch 2 verstärkte Frostspinnfäden bringen könntest, wäre ich fast zufrieden. Ach, dann gehen wir wieder in die Frostfäden spinnen. Ja, also am besten wieder spawnen. Jupp. Und. Dann gehen wir mal.
Verdammt zum Spawn! Wartet auf mir! Wartet auf mir! Ich will noch da was runterwerfen. Ich werf den ganzen Abfall mal in den Meter. Happy Laviane, die. Ja, ich hab gar keinen Müll. So, ja. Weil ich da alles in den Meter runter. Okay, wir schmeißen dich auch mit, ja? Du hast ja alles. So. Alles schön da runter in den Meter. Ja. Alles in Müll. Ui, das geht mega. Tja, kann er sich ja in der Wiederholung ansehen. Kriegst du nachträglich Mecker. So, jetzt müssen wir also auf den Schneeberg wieder rauf. Oh, hoffentlich reicht mein Brot noch. Deine Tintenbeutel kann ich leider nicht essen. Ich habe Bratkartoffeln dabei. Oh, lecker. So, ich stehe vor der Frostspinnhöhle. Ach, da kommt ihr auch schon. Wie viel Haltbarkeit hat mein Schwert noch? 775, das sollte noch reichen. Wie viel sollten wir sammeln? Zwei Fäden, ne? Zwei verstärkte Fäden. Da sind da doch noch viele. Und der... Oh, zwei. Aber die machen Schaden. Warum haben sie diesmal keine echten Spinnen genommen? Oh, da oben. Da oben steht... Pass auf, da kommt jetzt ein ganzer Armee. Ja, ich weiß. Aber die greifen dich an. Ich hab euch nichts getan! Edufie. Hau ab. Geh lieber ein Stück zurück. Rausgehen. Die können wir kämpfen. Lass sie ruhig kommen. Was machst du denn da? Bei was denn? Da drüben steht wie viel. Wie, wir brauchen 8 Stück von diesen Fäden. Ich hab einen Faden. Ja, wir brauchen 8 Stück. Damit du einen verstärkten Fadenbank hast. Also wir brauchen 16 Fäden. Drüben ist so eine Dings. Hier so eine Anzeige. Ah. In der Mitte? Ah ne, das zählt nicht, ist bloß Platzhalter. Gut. Wir brauchen also 2x8, also 16 Frostspinnfäden brauchen wir. Ja, ganz viele. Ich hab noch gar keinen. Einen hätte ich. Au, ich bin gleich tot. Oh, hab ich gleich gesagt? Super, ich bin bei mir zu Hause. Das macht aber nichts, das kommt mir gerade gelegen. Dann kann ich kurz ein paar Items weglegen hier, die ich unterwegs gesammelt habe. So, dann baue ich hier mal die Event-Truhe auf für die Event-Sache. So. Die Bücher brauche ich nicht mehr und Omas Keks brauche ich einmal ein bisschen durchlatschen und dann schnell wieder zurück. Ach, Opas Keks ist ein Quest-Item, deswegen kann ich das nicht weglegen, okay. Was ist denn mit dem Geheimgang? Nicht, dass da wieder so eine Tür ist, wo wieder ein paar drin sind? Das könnte sein. Du musst da so reinschlagen oder reinschießen. Ja, habt ihr genug Essen mit? Ich hab noch 6 Fische. Und 10 Ofenkartoffeln. Okay. Ich hol mal noch ein bisschen Essen. Dann komme ich wieder. Ich glaube, da oben kriegst du nur als Brühe. Wow, jetzt sieht man immer im Livestream meine Höhle. Ich denke mal, Creeper Energy. Ja, an sich ist offiziell nur noch Creeper Energy da. Der laufende Knochen, nee, der schwebende Knochen. Bleib dann mal nicht stehen. So, jetzt bin ich hier runtergekraxelt, jetzt darf ich hier hinten wieder raufkraxeln. Yay. Ich muss mir noch irgendwann einen zweiten Weg hier rein und raus. Da kommen immer so viele. Ja, und dann. Wow. Hast runtergefallen. Nee, schade. Da, rote. Ich bring euch auch mal Brote mit. Ich muss mal gerade weglaufen. Kommen ganz schön viele Spinnen an. So, ich komme zurück. Ganz Glück gehabt.
Diese Aufgabe scheint etwas schwerer zu sein. Ja, die machen also gut vom Schaden. Zeitfaktor. Wenn du den bist du ganz schön schnell tot. Ja, vor allem, weil da so viele auf einmal kommen. Ja. Ich weiß gar nicht, jeder macht, glaube ich, einen halben Herzschaden oder so. So, ich bin schon bei den Schneehäusern. Aber man verliert wenigstens keine Items und kein Level und nix. Hier stirbt. Genau. So, ich hab hier was. Ich hab über 30 Level verloren. 40 Level, weil das nicht gewusst hat. Aber ist okay, passiert dann. Hat er verloren. Das mal aufladen. Wer steht hier draußen? Komm hier raus, du. Das wird ja nicht geschafft. Verfolgen die. Ich weiß. Wer steht lang denn hier? Hier, warte. Wer auch immer gerade wegläuft, da. Danke. Bitte. Atomfrosch, willst du auch noch Brot? Er hält. Er hat. Hätte. Vorsicht, hätte hinter dir. Da, oh, ich hab auch einen Faden. Juhu. Aua. Lass mich doch mal hier durch. Boah, die sind hier alle überall hier unten. Hier sind sie hinter mir her, jetzt kann ich nämlich stehen, leider mal weglaufen. Ich muss erst mal raus da. Fuck, Mist. Oh nein. Na los, 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 los. Tür öffnen. Ah, schade. Die Schatztruhe ist leer. Ich habe die geheime Schatztruhe gerade geöffnet, aber da ist nichts drin. Haben sie nicht aufgefüllt. Aber man ist hier sicher vor den Viechern. Problem ist nur, man kommt nicht mehr so gut raus. Wie heißt denn dieser Froschspinnfaden? Eins, okay. Yay. Ah, ah, das spielen wir mal nicht. Ich sterbe, weil ich hier im Spinnennetz festhänge. Oh oh. Ey, das ist hier eigentlich eine gute Farm. Ja. Ja, die verheddern sich hier in den Spinnfäden. Das ist eine gute Stelle. Man muss ja jede Hilfe holen, die man kriegen kann. Ja. Ba, ba, ba. Das ist ja genial. Ich glaube, knapp, es hat doch gerade ein Leben. Das ist ja genial hier. Gut, langsam werden es etwas viele. Ich muss jetzt oben und unten hauen. Es werden viele. Ah! Da, wo der Geheimraum ist. Ach, da. Ja, oh, guck mal hier. Die wollen ja hier durch. Jetzt kommen sie alle. Ja, ihr lockt sie gerade alle hierher. Das Problem ist, ich muss gerade mal was essen. So, jetzt kann ich die weiterhauen. Und die droppen fleißig Fäden, während sie sich hier im Spinnnetz verheddern. Das ist prima. Ob wir schon mal runtergehen? Ey, wer hat mich reingeschubst? Jetzt sterbe ich hier. Weil ich hier nicht mehr wegkomme. Rechtzeitig. Doch. Rein. Ja. Ich will auch hier schnell rein. Ich bin in der Tür gestorben, weil jemand im Weg stand. Nein! Aber das ist ein schöner Hotspot. Ich habe 7 Fäden dadurch bekommen. Ich wollte mich doch nur retten. Die waren alle hinter mir. Ja. Ich habe 7 für sich. Ich habe schon quasi fast die Hälfte. Du musst bloß ein bisschen aufpassen, weil da sonst. So, ich gehe rein. Ja, so kann man sich in Sicherheit bringen, indem man hier rein, Raffi, schnell rückwärts geht. Muss aber beeilen, weil das Timing ist ziemlich klein. Oh. Das ist natürlich dann doof.
Oh. Ich kann sie gleich weglenken, Elf falls ich da reinkomme. Gott sei Dank. Ich hab's überlebt. Echt? Aufladen, das da ist übel. Oh, ich sehe hier die ganzen. Offen. Ist offen. Wenn. Boah. Hier unten ist ein, ist glaube ich ein Frostspinnenfest. Ich kann hier bloß nicht weitergehen. Die hängen hier unten alle in den Fäden halt drin, falls ihr die. Da ist mir da oben kämpfen doch lieber. Kannst ein Stück nach vorne gehen, da hier ist auch, hier sind, hier hängen alle gerade in den Spinnnetzen fest, weil sie mich haben wollen. Ich lock sie gerade alle an. Wenn du so ein halb rausgehst aus der Höhle wieder, in der Kurve. Wenn ihr da rauskommt. Ich sehe gerade, da hinten sind auch ganz viele. Lass mal laufen, ja. Hat aber rausgekommen. Boah, sind das viele hier unten. Genau, kommen da. Alles nicht. Ich muss weg. Ja gut, jetzt laufen sie alle dir hinterher. Ja. Ich sag das gerade, ich muss hier raus. Ich hätte jetzt gerne irgendwie so einen Bombenpfeil aus Zelda oder so. Einmal mal runterfallen lassen und gut ist. Ich hab Brot. Nee, Brot. Brot zum Abwerfen hilft nicht. Nee, von hinten kann nichts kommen, aber so kommt auch keiner hier hoch ran. Puh. Ich mag diese kleinen Viecher nicht, die sind alle so stark. Ja, weil die kleinen Würfel. Triffst du kaum und dann sind die noch so stark. Wenn die dich einmal treffen, hast du schon ewig viele Herzen verloren. Ja, gut gemacht, tolle Idee. Das, ja, das stimmt. Dadurch wird das Event nicht langweilig, es ist spannend. Ich muss immer drauf achten. Hä? Greifen nie alleine an, die kopieren die. Ich weiß, ich bin gerade bei Fröschlein. Haben wir gut gemacht, die. Stehe jetzt auf sich. Wie die grünen Spinnen. Ja, aber wer weiß, vielleicht kommen ja noch Spinnen oder so. Es dauert ja noch ein bisschen, das Event. Ja, wir sind immer noch bei der ersten Zutat. Von 5. Nur als Hinweis. Dum, dum, du, du, dum, dum, du, du, dum, dum, du, du, dum, dum. Oh, Atomfrosch wurde gespinnt. Ja. Gespidert. Na? Ich wusste gar nicht, dass man das Ding auch mit dem Schwert auslösen kann. Okay. Erstmal was essen. Frostspinne schlängelt sich durch. Schlängelt sich durch das Spinnennetz. Wie viele habt ihr so schon? Ich hab 6 Stück. Ich hab immer noch 7. Na gut, ich hab gleich 8. Hier ist einer, aber den kann ich mir gerade nicht holen. Du sitzt so eine Spinne da vorne und wacht ihn. Gut, jetzt habe ich 8. Wie viele brauchen wir? 16. Oh. Boah. Dann müssen wir noch gucken, ob wir an die Bergbank da am Eingang rankommen.